das, was man hier sieht, ne? Das nennt sich Zimbabwe Kitchen. Das sind Gegenstände, die ich in Zimbabwe in Afrika gesucht habe. Ne? Und die steht, denen gebe ich dann einen einzelnen Raum und führe die dann zum Tableau zusammen. Jeder Mensch sollte eigentlich aus negativer Energie für sich einen Weg finden, um das in positive Energie umzuwandeln. Ich mache das andauernd und das übertrage ich auch auf meine Bilder. Kunst wäscht den Staub des Alltags von der Seele. Karlsruhe. Am Sonntag endete die 16. Ausgabe der Art Karlsruhe. Rund 50.000 Besucher waren gekommen, um an 4 Tagen Werke aus der klassischen Moderne und Gegenwartskunst zu bestaunen oder auch zu kaufen. Insgesamt zeigten 208 Galerien aus 16 Ländern Kunst aus einer Spanne von 120 Jahren und der Beirat hatte die Bewerber sorgfältig ausgesucht. Der Beirat beschäftigt sich intensiv damit, neue Galerien zuzulassen. 80% ist Stammklientel und 20% kommt neu dazu. Und ungefähr so über den Daumen. Und damit kann man aussuchen, einen Teil in der Halle, einen Teil in der Halle, je nach Bewerbungen. Bei der feierlichen Eröffnung im Foyer der Messehallen betonten die Veranstalter und Vertreter der Stadt, dass die Art Karlsruhe sich mittlerweile zu einem regionalen Publikumsmagnet und einer festen Größe im internationalen Kunstgeschehen entwickelt hat. Ja, die Art ist einer der absoluten kulturellen Höhepunkte in Karlsruhe, aber nicht nur, weil hier ganz viel Kultur und Kunst geboten wird, sondern weil einfach auch so unterschiedliche Leute zusammenkommen aus der Stadt, aus der Region, von überall her und hier Kunst zelebrieren, diese wunderbaren Messehallen zelebrieren und damit, glaube ich, eine ganz positive Atmosphäre schaffen, die dann auch auf die ganze Stadt abstrahlt. Neben internationalen Galerien waren auch Galerien aus der Metropolregion Rhein-Neckar gekommen, um ihre Künstler zu präsentieren. Also hier jetzt in der Koje, in der wir uns befinden, ist die One Artist Show von Peter Robert Keil. Das ist etwas, was wir jetzt auch schon zum dritten Mal machen, dass wir in einer One Artist Show zeigen. Der ist jetzt 76 Jahre alt, also gehört eher so ein bisschen schon zu den gestandenen Künstlern. Wir haben aber auch ganz junge Künstler dabei, zum Beispiel den Fabian Gatermann, dieses Mal das erste Mal mit dabei, ein junger Künstler aus München. Die Evelyn Weinzierl, die hier in Karlsruhe studiert hat, bei Stefan Balkenhol, Holzfiguren arbeitet, die haben wir auch schon lange Jahre eigentlich jetzt mit dabei. Ich habe insgesamt 16 Künstler, habe 5 für die Art Karlsruhe ausgewählt, die sich dadurch auszeichnen, dass sie einen sehr unterschiedlichen Stil haben, von abstrakt bis zu sehr figurativ gegenständlich. Sind alles junge Künstler und die nehme ich auch nach Karlsruhe mit, weil es in der Region hier sehr viele Sammler gibt, da ich seit mehreren Jahren auf der Art Karlsruhe bin, die sich freuen, diese Künstler hier wieder zu sehen. Auch der in Mannheim lebende Künstler Dietmar Brixi zeigte ganz neue Werke. Die Berliner Galerie Tammer und Partner vertritt schon seit Jahren den Ausnahmekünstler, der im Mannheimer Pumpwerk sein Atelier hat. Ich finde interessanterweise, dass man nach wie vor bei Brixi erkennt, dass er eine bildhauerische Ausbildung genossen hat und dass im Prinzip in seiner Malerei auch der Bildhauer durchguckt. Und es hat mich von der Reise von den Kanaren her, wo ich das Feigenblatt als erstes mitverwendet habe in die Bilder, in eine sogenannte Edenserie inspiriert, dieses auch mit den Ölbildern zu machen, sprich die Feigenblätter in die Ölfarbe zu tauchen und hier wie ein Brenn praktisch so in das Bild hineinzufügen. Feige ist auch ein Verweis aufs Paradies, ja, wäre so ein Begriff. Ja. Und so vielleicht die Idee, dass eigentlich dieser Wunschgedanke von dem Paradies, ich glaube mir in dem Kleinen, mir auf die Erde geholt zu haben. Auch der Shootingstar der deutschen Kunstszene, Leon Löwentraut, war mit seiner Galerie Goyer und Goyer Düsseldorf vertreten, die den jungen Künstler behutsam aufbaut. Ja, Leon Löwentraut finde ich ein Phänomen in der Form, weil er hat eine unfassbare Leidenschaft. Ja? Und diese Leidenschaft ist das, was ihn trägt, was ihn antreibt, was ihn auch kaum zur Ruhe kommen lässt, ja, und wir sind sehr, sehr darauf bedacht, quasi diesen, ja, ich sag mal, diese unfassbare Nachfrage nicht damit zu beantworten, dass wir mehr auf den Markt geben, sondern er soll weiterhin die Ruhe haben, um sich dann auch,
ja, zu entwickeln. Was natürlich auch ein ganz, ganz großer Bestandteil meiner Kunst ist, ist die Musik. Ich meine, ich liebe Musik, ich höre so laut Musik und ich könnte auch ohne Musik nicht leben, sage ich ganz ehrlich. Wenn ich aufstehe, wenn ich abends schlafen gehe, wenn ich, egal wo ich bin, mit den AirPods, also überall höre ich Musik. Und ja, das ist einfach auch eine absolute Inspirationsquelle, weil Musik für mich auch Kunst ist. Es gibt auch Gefühle, Preis, man kann sich in der Musik unheimlich gut ausdrücken, wie das in der Kunst halt auch ist. Und deswegen finde ich, liegt Musik und Kunst auch so nah beieinander. Das bunte Treiben auf der Art Karlsruhe war ansteckend und die Künstler, Sammler oder Galeristen freuten sich über die wachsende Kunstszene in Deutschland. Ja, ich freue mich, hier zu sein und auch viele interessante Künstler zu treffen, die auch schon bei mir im Kunstraum ausgestellt haben. Ich fand das Bild einfach so toll, dass ich Jahre drauf gespart habe, nämlich 3 Jahre, weil ich damals selber auch noch nicht das Geld hatte, mir Kunst zu leisten. Art Karlsruhe für mich ist etwas ganz Besonderes, da ich schon auf viele Arten war, in Basel und in New York, Miami zum Beispiel, weil ich ja sehr viel auch in Amerika bin. Aber ich muss ehrlich sein, wie die Art Karlsruhe gab es nirgendwo. Die Art Karlsruhe öffnet auch im nächsten Jahr wieder ihre Tore und der Gründungsvater Ewald Karl Schrade freut sich jetzt schon auf seine Lieblingsstücke. Weil das Allerliebste ist mir die gesamte Veranstaltung, das gesamte Orchester. Und ich liebe das Orchester, die gesamte Messe und will nicht für mich jetzt ein Detail aussuchen, dazu war ich noch nicht in der Lage.